Heute kriegt ihr mal wieder einen kleinen Report von mir aus dem Ausschuss Digitale Agenda im Bundestag, direkt vor der Bibliothek im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Da gibt es nämlich gleich eine Lesung zum Thema Cyberwars von zwei Chaos Computer Club Autorinnen. Zurück zum Ausschuss, da war heute Seehofer zu Gast. Das passt ganz genau zum Thema dieser Lesung. Es ging nämlich auch dort überwiegend um IT-Sicherheit und um Cyber, Cyber, Cyber. Unter anderem wurde das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 angekündigt. Wir fordern schon ganz lange, dass es IT-Mindestsicherheitsanforderungen geben muss, an die sich vor allem Internet of Things-Geräte halten müssen. Sowas wie eine Mindest-Update-Pflicht und so weiter. Das wurde jetzt gesagt, das soll kommen, aber es kommt nur freiwillig. Also nur ein bisschen Mindestanforderungen werden erfüllt. Das Ganze wird ein QR-Code auf den Internet of Things Produkten sein. Das muss man also auch noch scannen. Dann kommt man auf eine Seite, wo einem ein Ampelsystem erzählt, ob dieses Produkt jetzt sicher und verlässlich ist oder nicht. Dann haben wir gesprochen über die Cyberagentur. Eine der 1000 Agenturen, die die Bundesregierung gegründet hat, die irgendwas mit Digitalisierung und Sicherheit zu tun haben. Die Cyberagentur soll vor allem Grundlagenforschung machen. Man sagt selbst, sie soll sich orientieren an dem doch sehr militärischen DARPA in den USA. Was mich besonders irritiert, ist einerseits die Partnerschaft, die man mit dem Verteidigungsministerium dazu macht und andererseits der Umstand, dass man sich entschlossen hat, das als GmbH zu gründen. Damit gibt es keinerlei parlamentarische Kontrolle über diese wahrscheinlich militärische und Überwachungstechnologie, potenziell Grundlagenforschung, die da betrieben wird. Das dritte Thema, das ich interessant finde aus diesem Ausschuss, war das, was Seehofer aktive Cyberabwehr nennt. Wir sagen dazu Hackback. Er meint dazu, dass man als letzte Möglichkeit bei Angriffen aus dem Ausland auch zurück angreifen können muss. Das Problem daran ist, dass man nie genau weiß, wer wirklich der Angreifer war und möglicherweise Server im Ausland angreift, die überhaupt nichts mit dem eigentlichen Angriff zu tun hatten. Dann kommt es vielleicht zu einem Gegenangriff und wir haben ein Ping-Pong-Spiel, das unser aller Sicherheit weltweit gefährden kann. Das geht auch gar nicht, weil es keine Rechtsgrundlage dafür gibt. Das gibt Seehofer aber zu. Er strebt eine Grundgesetzänderung dafür an. Finden wir keine gute Idee. Wir bleiben an dem Thema dran und geben euch Bescheid. Danke.